Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pizmeet TV. Heute mit allen außer Christian und wir schauen uns an von Two Bored Guys. Immer gute Videos, kann ich jetzt schon mal sagen. Sylt ist ein Fiebertraum. Ich bin gespannt, ich kann nämlich mitreden, denn ich war schon mal da. Ich würde da, glaube ich, auch mal gerne hinfahren. War das einfach wegen nur, um dir das jetzt mal Fiebertraum so oder warum? Anzugucken. Vielleicht war es meinetwegen ein Fiebertraum. Ich halte das für recht unrealistisch, aber wir gucken mal rein. Sylt. Weiße Sandstrände. Sich in der Sonne regelnde Seehunde. Nicht sehr bequem, aber müde. Leises Plätschern in Weltnaturerbe Wacken. Ja, das war Knossi, glaube ich, bei Sam Wars Wild, oder? Den du gerade erlebst und genieß ihn. Die größte deutsche Nordseeinsel ist eine. Habt ihr eigentlich den Umstieg von Bibi mitbekommen? Die ist jetzt ganz was? Anders, ja. Die ist ganz. Was für ein Umstieg? Okay, lass da nicht drüber reden. Lass über Sylt reden hier. Das ey, komm, erzähl, ich brauch ein bisschen nein, Trash jetzt hier. Sie macht jetzt einen auf wholesome Content und, ja, und ist komplett auf vegan umgestiegen. Also Lebensverbesserung, ja, so spiritueller Scheiß. Ja, weißt du, wo du den. Das ist ein Schritt entfernt von kauft meine Kristallkugeln, die heilen Krebs. Soweit ist er noch nicht. Meinst du, das kommt bald? Ja, das ist so eine Vermutung. Alter, das ist jetzt halt noch. Oh, uiuiui. Aber Sylt, ist, darum geht's ja eigentlich. Ja. Tourparadies. Sylt ist auch ein Urlaubsort für zahlreiche Gäste, die es jedes Jahr auf die Insel zieht, Gefühl, um der Nordsee nahe zu sein. Doch, oder? Es gibt sicherlich ein paar schöne Plätze auf der Welt, ne? Willkommen auf Sylt. Der Insel der unbegrenzten Möglichkeiten. Egal ob Großverdiener, Promi oder Politiker mit Pilotenlizenz oder Jagdschein. Ich bin Jäger! Jedes Jahr aufs Neue pilgert das Who is Who Deutschlands in geleasten Porsches in das almanische Nobelmecker. Luxus, Glamour und Fischbrötchen, soweit das Auge reicht. Die Insel ist zwar ekelhaft teuer und protzig, doch im Kern auch bodenständig aber und schöne deutsch. Häuser. Wo wir dann auf die Leute hinzugehen und bringen ihn halt einfach näher, wie sich. Die Häuser sind wirklich sauschön. Ich mag diesen Stil mit diesen, mit diesen hier, Dächern. Riedhäuser, Rieddach. Ja, ja, aber auch nur, weil die halt einen Arsch voll Kohle haben. Ja, wahrscheinlich. Das halt. Sind halt auch Quatschdächer, ne? Also ja. Da ist halt keine Logik dahinter wahrscheinlich, was so Dämmung oder generell Moderne und Sinnvollhaftigkeit angeht, sondern es ist halt einfach nur schön auf Kosten von anderen Sachen. Schön ist es. Zu verhalten haben und sich an die Regeln zu halten. Sie hat alles, was unsere schwarz-rot-goldenen Herzen höher schlagen lässt. Vom unscheinbaren Edeka über den tristen Bahnhof hin zu einer kleinstädtischen Flaniermeile. Warum magst du Sylt nicht, Bram? Pff, das ist für mich so eine abgehobene Insel, weißt du, wo man drauf geht, wenn man so ein Neureicher ist. Neureiche, die. Aber das sind doch Altreiche. Also ich meine das, also ja, wahrscheinlich schon. Also wenn du das darauf beziehst, klar, so keine Ahnung, Nachtleben oder sowas, ist wahrscheinlich schwierig. Außer du willst da irgendwelche Nazi-Kinder sehen. Aber ich glaube, die, also Sylt ist ja, hat ja wahrscheinlich einen Grund, warum da so viele Reiche sind. Wahrscheinlich, weil das da ganz schön ist. Ja, und weil die Reichen unter Reichen sind und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Man hat sich so geeinigt auf die eine Sache und da ist man dann unter sich. Das ist so wie in den Stadtteilen, wo nur die Reichen wohnen, weil die Reichen wollen nur unter Reichen aber sein. Aber schön ist es da, das kann ich sagen. Nein, aber wahrscheinlich ist da, also mich interessiert das halt auch einfach nur, weil ich dann den Unterschied mal gerne so zur holländischen Nordsee sehen würde. Ja. Oder Renesse, weil Renesse ist auch mittlerweile, finde ich, schon sehr teuer. Mhm. Ist aber auch sehr schön geworden, Renesse. Renesse ist sehr schön geworden. Die haben da viel gemacht, tourismustechnisch. Also das wandelt sich auch langsam zu Sylt Hollands, ey. Ja, vielleicht haben die da ein bisschen invested in ein oder anderen Sachen. Wir nehmen euch mit ins Saint-Tropez des Nordens, wo Menschen noch Butler haben, wo das Dosenbier-Wettsaufen nur wenige Kilometer vom Promi-Krabbenessen stattfindet und wo der Klassenkampf vor laufenden Kameras ausgetragen wird. Sylt ist Magie. Also wenn ich einen Tag weg bin, habe ich einen verlorenen Tag. Aber bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Ich weiß es nicht. Ich gehe noch bis zu der Ecke und dann habe ich keine Lust mehr. Da sind sie noch. Komm mit da auf. Häuselisch. Ein ganz komisches Publikum. So eine Komprimierung von Leuten, wo in Deutschland was zu sagen haben, schöne Sachen machen, wo erfolgreich sind. Der Pony Club befindet sich im Herzen der Ortschaft Kampen, dem Saint-Tropez des Nordens. Wir bleiben so lange, bis er aufhört. Und dann geht's weiter, oder? Fährt schon ans Meer, wenn man jetzt wild sein kann. Und dann auch noch Sylt, Strand, Sonne, Sommer.
Wahnsinn. Wenn man sich nicht einordnen kann, dann soll man lieber da bleiben, wo man sich einordnen kann. Und das ist hier halt schwierig. Schmeiße gut Kohle rein. Oh, oh, ja, was? Kein Wobei zu sein. Desto reicher sie oft sind, desto schlimmer sind sie. Ich finde, das 9-Euro-Ticket also hätte ich nur gerne sein die Wahlbeteiligung mal, nicht die Wahlbeteiligung, die Sonntagsfrage da sehen, sage ich mal. Wahrscheinlich so CDU 95% oder so. Ja, oder FDP vielleicht. Ah ja, stimmt, FDP habe ich auch vergessen. Ja. Stimmt, FDP natürlich auch. Ja, guck mal, die habe ich schon vergessen, so irrelevant wie die sind. Für Pendler und sozial schwache Familien. Die Armut wächst. Immer mehr Sylter können sich ihre Insel nicht mehr leisten. Preise sind human und gut, man ist halt hier auf Sylt. Dann ist noch relativ okay, also. Wie auf Malle. Was macht ihr beruflich? Ich mache den Rest aus dem Tag und ja, genieße das okay. Leben. Oh mein Gott, da Alter. Ist Sylt. Da sehen Sie nun das Katapult. Rückwärts reinlegen, die Füße nach vorne. Dann packen. Hä? Das ist halt Quatsch. Meinst du? Ich glaube, der Katapult gibt's wirklich. Nur nicht, dass man über in den Strand gejietet wird, sondern wahrscheinlich ins Wasser. Nee, aber irgendwie das ist aber ein altes Video, ey. Sylt war schon immer wild. Schon die Wikinger sollen auf dem heiligen Grund gottlose Partys geschmissen haben. Geil. Das sind aber Gallier. Bis ins 19. Jahrhundert haben die Dänen die Insel für sich beansprucht. Und statt Kaviar und Champagner gab es Heringe, Wale und Lakritz. 1855 eröffnen die Dänen das erste Seebad auf Sylt. Die Preußen machen Auge und fangen wenig später den deutsch-dänischen Krieg an. Was habt ihr um Sylt? Ich finde, das tut er dann mit Asterix. Am Ende wird auch Sylt erobert. Die Deutschen beginnen mit der akribischen Almanisierung der Insel. Es ist schon mal vorgekommen, dass meine Scholle vom Teller geflogen ist. Da konnte der Fisch plötzlich fliegen. Ja. Wenn ich ganz so sagen, das heißt also, Sylt ist quasi, obwohl das bis heute uns gehört, ja, also den Deutschen, ist das eigentlich ja annektiert. Wir haben das nie, Dänemark kam nie auf die Idee, mal zu sagen, wir wollen das wieder haben. Oder die Deutschen mal auf die Idee zu sagen, ey, ihr könnt das wieder haben, weil wir haben euch das gezockt. Naja, wie ist das denn? Also naja, gibt es da nicht mehrere dann, Beispiele generell von allen Ländern? Also es gab ja auch mal Zeiten, wo das Deutsche Reich etwas größer war. Aber also nicht das, wo dann halt Deutschland auch erobert hat, sondern einfach zum Ersten Weltkrieg oder sowas davor, ne? Also ich meinte jetzt nicht hier Hitler und so ein Shit. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Ja, das ist was anderes. Das war ja. Ja, nochmal was anderes. Ja, aber ja, Bram, im Grunde also, gehörte scheinbar Sylt mal den Dänen. Ja. Wechselt halt häufiger. Ja. Also mittlerweile ja zum Glück nicht mehr so häufig. Ja, mal gucken, wen es in 100 Jahren gehört. Das stimmt. Wegen der heilenden Wirkung der Meeresluft und Brandung, der Sylter Andreas Ludwig Otto Jenner empfiehlt Nacktbaden als Therapie. Guck mal hier, hier gibt es einen FKK-Strand und einen Hundestrand. Alter, die haben da alle Klamotten an, hier stimmt doch was nicht. Ich denke, das wäre ein FKK-Strand. Alle vermummt hier. Er selber. Immer mehr Luftkurort und FKK-Touris nehmen den beschwerlichen Schiffsweg ich dachte, auf die Insel auf. Das wäre so ein DDR-Ding. FKK. But, nee, FKK war einfach so zu der Zeit auch. Ja, Freikörperkultur ist schon auch sehr Ostdeutschland verortet. Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber vielleicht Norden und Osten. Ich glaube nicht, dass das an der Grenze Halt gemacht hat. Also, ich glaube schon. Also nicht. Der damalige Reichspräsident Paul von Hindenburg war seekrank, wollte aber unbedingt auch mal auf Sylt feiern und nackt baden. Also ließ er Ende der 20er den Hindenburgdamm bauen. Seit 1927 kommt man mit dem Zug nach Sylt. Der hat das gebaut, da bin ich drüber gefahren. Das wie ist geil so ist das wild. Denn? Der hatte einfach Bock mal auf eine Insel zu fahren und baut einfach eine Eisenbahn dahin. Wie cool bist du denn? Du fährst halt legit kilometerweit einfach eine kleine Bahnstrecke übers Wasser. Einfach rechts und links von dir Wasser und du insane Bahn. Das ist komplett wild. Und mit dem Auto halt drauf, ne? Also kannst halt mittlerweile mit dem Auto drauf fahren. Deutsche Weltwunder. Ja. Ein FR. Ja, schade. Auf Sylt versammelt sich die damalige High Society Deutschlands. Hermann Hesse, Marlene Dietrich oder Thomas Mann. Doch nur wenige Jahre später wurde aus Hermann Hesse Hermann Göring. Sylter Hotels hissen Nazi-Flaggen, jüdische Gäste sind unerwünscht, Nazis willkommen. Einige von ihnen sind nie heimgefahren. Ja, so da gab es so eine Party. So schäm, so eine deutsche Kartoffel zu sein. Über den Zweiten Weltkrieg kommt der Tourismus zum Erliegen okay, und nimmt erst danach...
Also Paul von Hindenburg hat das Ding, der ist Paul von Hindenburg dann benannt, ja. Also das ist nicht ganz wahr, was die da erzählt haben. Nicht mal ansatzweise, um ehrlich zu sein. Also der hatte doch eine, also der war nicht seekrank und hat das gebaut, damit er da rüberkam. Also der hat den halt, der war einer der ersten Passagiere, der damit gefahren ist, das ist wahr. Und der wurde auch, weil er damals Reichspräsident war, wurde er nach ihm benannt. Aber der wurde nicht gebaut, weil Paul von Hindenburg seekrank war und darüber wollte. Sondern die Planung ging schon 1922 los, in dem Klangsbühl-Niebüll Vertrag, den Munkmarschen oder so, und da haben die schon angefangen, diesen Damm zu bauen, um da dann halt eine Eisenbahnstrecke zu machen, weil die Sylt erschließen wollten. Bastard. Okay. Alter, hier live Fact-Checking. Investigativ, Detektiv. Kann man sich einfach im Hindenburg-Damm bei Wikipedia durchlesen, aber ja, Hindenburg war, also der hat das natürlich trotzdem vorangetrieben, aber der Grund war nicht, weil der seekrank war, deswegen ist ein ganzer Damm gebaut worden. Ja, vielleicht hat er da deswegen vorangetrieben. Okay, aber gut zu wissen, wir müssen das hier, ich meine, das ist der Two-Board-Geist, wir müssen das vielleicht hier alles, manchmal wird das mit so einem Augenzwinkern vielleicht mal was weggelassen. Also es ist hier nicht unbedingt journalistisch, was wir hier sehen. Aber unterhaltsam. Aber danke, Dennis. Ja, wieder Fahrt auf. In den 60ern besetzen die Reichen Sylt wieder und transformieren die Insel über Jahrzehnte in den Fiebertraum, den wir heute kennen. Sylt ist attraktiv. Sylt ist Luxus. Und Sylt boomt. Es sind jeden Tag 150.000 Menschen auf der Insel, bei rund 15.000 Einwohnern. Diese Spezialfirma pumpt für 6 Millionen. Ja, aber das ist doch wie Malle auch. Ja, so ein bisschen. Also ich meine, in halt Mallorca Urlaub, ne? Können sich doch auch die Einwohner nicht mehr das da leisten, weil die Preise da so teuer sind. Also ist die streiken anders. Ja auch. Also ist halt nicht, also ist halt, grundsätzlich verstehe ich, was du meinst, aber Sylt ist halt durch dieses exklusive Ding irgendwie, glaube ich, nochmal sowas Besonderes. Ja, okay, Sylt ist da wahrscheinlich auch einfach ein Taubenschiss im Gegensatz zu Malle. Ja, also von der Größe her. Aber das hört sich halt genauso ähnlich an, weil wie gesagt, die Leute sind da auch auf der Straße mittlerweile. Also ja. Ganz interessant ist, in der Durchschnittsdeutsche verdient $65.990 im Jahr. Ja? Dollar? In Dollar gerechnet jetzt. Der Sylter. Ja. Der Sylter im Durchschnitt wiederum. 74% der Einwohner über 1 Million. What? Wow. Und der Rest nur im Schnitt 243.000. Ja, aber das meinten die ja, das ist so insane teuer da geworden zu leben, weil entweder, wenn du da kein Haus hast, Schweine, dann kannst du es einfach nicht kaufen. Richtig arme Schweine auf Sylt. Okay, ja, guck mal, dann können wir uns ja Sylt bald kaufen. Ja, let's go. Eurosand an Sylts Strände, damit die Insel nicht kleiner wird. Was macht ihr beruflich? Ich sage jetzt lieber nicht. Nee, lieber nicht so. Ich bin jetzt reiche 19 Eltern. Und ich habe mit 18 so einen deutschlandweiten Sexshop aufgebaut und ja, darüber läuft das halt alles, ne? Vater. Ja? Vater. Ja, Vater. Taschengeldmäßig und Alter. Halt auch ein bisschen von den Eltern natürlich, ist ja klar. Wenn Taschengeld und ein bisschen von den Eltern. Ah. Okay. Einem Lebenslauf nicht nur Sohn oder Tochter stehen soll, ist Master School vielleicht was für dich. Master School ist ein globales Weiterbildungsinstitut mit Fokus auf der Technologie. Mach das mal lieber. Das ist besser. Kurse in Datenanalyse, Cybersecurity und Softwareentwicklung. Sorry. Ja, red drüber, ich hab's ein bisschen leiser gemacht. Das ist ja quasi wie bei, kennen wir auch von TV Total, da werden immer 100 Leute gefragt und der eine Dulli, den schneiden sie rein, ne? Bestimmt. Da ganz ein bisschen bestimmt. Auswahl. Nee, kann ich mir wirklich vorstellen, dass da ein bisschen Auswahl ist. Ich glaube, die sind da alle so. Kann natürlich auch sein, gerade auf so gewissen Partys wird wahrscheinlich nicht der Vater von diesen reichen Söhnen oder Töchtern sein, sondern halt nur die reichen Söhne und Töchter. Ja. Unter den Link in der Beschreibung bekommst du nach dem Kursstart zusätzlich ein MacBook und AirPods Pro gestellt. Nach erfolgreichem Abschluss kannst du beides behalten. Ja, bitte. Herzlich willkommen heute zum Thema, wie schreibe ich eine spannende Abenteuergeschichte hier auf Sylt. Es gab ja mittlerweile 3 Bücher. Es war einmal die Geschichte vom kleinen Drachen Sylti. Danach kam dann der kleine Drache Sylti und die Unterirdischen. Und jetzt ganz neu der kleine Drache Sylti und Ecke Neckelkant. Und so geht die Geschichte los. Wir waren vor kurzem selber dort und haben einen Reisetagebuch geführt. Vom Ostbahnhof unseres Anwesens in Amsterdam reisen wir recht angewidert wie Otto Normalverbraucher mit Zug nach Sylt. Und wird immer Harvey Dent angezeigt. Weil das der Two-Board Guy. Genau, das ist halt Two-Board Guy. Oh mein Gott, das check ich jetzt erst. Ja, wusste ich. Kilometer östlich von Westerland einen Sektkorken knallen.
Wir springen sofort in unseren Porsche und rasen los. Auf dem Weg fahren wir am Flughafen vorbei, wo betuchte Touristen und ihre Haustiere per PJ anreisen. Friedrich Merz fliegt in seinem Privatflugzeug ein paar Pirouetten über uns, keine Kapriolen, Rüdiger. Während er irgendeine Stütze über Technologieoffenheit sabbelt. Wir müssen in Deutschland nicht alles verbieten und nicht alles regulieren. Wir können ermöglichen. Am Boden überhören wir ähnlich sympathische Gespräche. Mit welcher Maschine bist du gekommen? Das ist eine gute Frage, mit der die hier steht. Das ist von meinem Papa. Es geht halt schneller. Ich meine, wenn man mit dem Auto nach Sylt fährt, fährt man schon so 10 Stunden alleine wegen dem Stau. Was sind die Vorteile und was die Nachteile? Die Zeit. Ausschließlich die Zeit. Nachteile gibt's nicht. Okay, also das heißt, Klima ist nicht so wichtig? Nicht für die Kurzstrecken, die wir fliegen. Da gibt's ganz andere Probleme, die wir angehen könnten. Aber nicht die Kurzstrecken. So nämlich. Nur wenig später stehen wir vor dieser Kirche. Ja, weil und die anderen so sind nämlich. Ja das Problem, ja, nicht genau. Ich. Ich finde, das ist auch in Ordnung. Man muss sich immer gönnen. Ja, also... Das ne? Gehen Sylt steht für gönnen. Wir warten jetzt auf den schönen schwarzen Porsche. Die Braut von unserem Bundesfinanzminister. Ja. Dieses Spannende auch aus der Kombination, ein Politiker, ein Auto. Die Traumhochzeit des Jahres. Unser Finanzminister heiratet sein Auto. Was für ein Traumpaar. Habt ihr das gesehen gerade? Habt ihr das gemerkt? Nee, hab ich nicht. Nee. Wer einfach getoastet hat hier mit den Kameraleuten. Ja, warte. Jetzt ganz andere Probleme. Ganz vor den Vordergrund stehen wir gleich. Vor dieser Kirche. Und alle warten jetzt auf den schönen schwarzen Porsche. Die Braut von unserem Bundesfinanzminister. Ja. Dieses Spannende jetzt auch aus der Kombination. Ein Politiker, ein Auto. Die Traumhochzeit des Jahres. Unser Finanzminister heiratet sein Auto. Was für ein Traumpaar. In Wahrheit geben sich natürlich Christian Lindner und seine Franka Royal das Jawort. Ach, wie romantisch. Die Presse ist außer sich. Wow. Vielleicht muss da eben an der Frisur noch ein bisschen gezupft werden. Vielleicht muss das Kleid noch ein bisschen in die Richtung gebracht werden. Nee, und da kommt sie. Nein. Das ist, glaube ich, nur der Wäscheträger. Oh mein Gott! Wahre Sylterianer finden das Trara rund um die Hochzeit nicht gut und protestieren. Da lief gerade der... Warte. Das kommt. Nein. Das ist, glaube ich, nur der Wäscheträger. Ja, der Wäscheträger lief da. Wahre Sylterianer finden das Trara rund um die Hochzeit. Da, der Hauptfotograf, der diese Hochzeit fotografieren durfte, auserwählt wurde, persönlich, hat die Röststofffotos gemacht, die offiziellen. Wollte ich nur mal sagen. Ich dachte, es war Eos Andi, schade. Nee, der war aha. Mhm. Sein bist du jetzt also auch auf einer Stufe mit den Herren. Mit dem Christian, aber ich habe ein paar Geschichten gehört, die ich spannend fand, aber die darf ich hier nicht erzählen. Wow! Du die durfte er das eigentlich auch nicht erzählen, und oder? Dann erzählst du das nicht. Und zwar, dass sowohl Lindner als auch seine Frau richtig Roy Doggy in der Kirche direkt getrieben haben, ne? Das weiß ich nicht, da hat er, glaube ich, keine Fotos von gemacht. Peter, kannst du einmal lachen, wenn das richtig ist? Nee, eigentlich hat er auch nur erzählt, dass er ganz schön unterbezahlt wurde, aber durch die extra Verkäufe der Fotos einfach sich dort trotzdem gelohnt hat. Das ist eigentlich alles, was er erzählt hat. Ja, okay. Aha. Und das durfst du nicht erzählen. Was heißt denn auch, wenn der wird unterbezahlt, der doch einfach dann sagen können, nein, für die Kohle mache ich das nicht. Ja, das ist richtig. Ja, also das klingt halt so voll so, als wenn der um den Tisch gezogen worden ist, der doch einfach sagen könnte, sorry, ich möchte 1.000 Euro mehr haben. Und dann sagt der, nee, und dann wird man sich halt nicht einig. Ja, aber dann nimmt er halt einen anderen. Ja, also genau. Das war schon Kalkül, dass der aus den Verkäufen wahrscheinlich... Ja, wirklich, also das finde ich schon ein bisschen frech, also, das so hinzustellen, find ich als wenn er abgerippt werden das, wurde. Das ist ja Teil des Angebots, wenn, also... Herr Peter, der wird der Fotograf leider gerade zerfleischt. Naja. Ja. Allgemein Volk, das ist richtig. Das haben wir uns auch gesagt. Muss das sein? Weiß ich nicht. Muss das? Ganz ehrlich gesagt, ich find's scheiße. Die sagen zu uns, wir sollen abgerührt. Alter, ich dachte, das wäre ein Video. Alter. Herr Bram sieht sich da eher in der Stadt bei den Assis, ja? Finde ich gut. Und die kommen mit sowas. Vielleicht kann sie ihn ja ein bisschen beeinflussen, in seiner Politik mal ein bisschen an die Nichtreichen zu denken. Das wäre ganz nice. Dann hätte es auf Sylt die beste Möglichkeit, da mal ein bisschen zu reflektieren. Ah, also da würde ich sagen, nein. Plötzlich überkommt uns ein intensiver Meeresgeruch. Ich habe da mal so eine Frage an sich. Ja, auf Sylt, da gibt es ja dann auch Leute, wahrscheinlich so wie Butler und so weiter. Ja, kommen die da morgens immer mit dem Zug angefahren oder müssen die... Nee, die oder wohnen da ja, du hast ja, wenn du einen Butler hast, Bram, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Peter kann dir das bestimmt mehr erklären, du hast für den Butler einen eigenen Raum, wo der wohnt. Ja, okay, aber was ist mit der Frau, die im Rewe arbeitet? Die hat ja kein, also darf die auf Sylt überhaupt wohnen? Nee, die kann wahrscheinlich gar nicht. Verdient man da eine Viertelmillion bei Rewe an der Kasse? Mit Sicherheit nicht. Ja, ich glaube, das ist das Hauptproblem von den Leuten, die in der anderen Doku da angesprochen wurde, dass die Leute, die da eigentlich wohnen... Ich kann mir vorstellen, dass genau das auch noch thematisiert wird. Würde mich jetzt zumindest nicht wundern.
Das Krebsfleisch. Ja, wir wollen jetzt mal Richtung Munkmarsch fahren und dann wollen wir da in so einem Pfähl mal das Netz aussetzen und mal schauen, ob wir ein paar Krabben kriegen. Okay, let's go. Zurück im klimaneutralen Porsche heizen wir also dem Krabbengeruch entgegen Richtung Norden. Jonas öffnet auf dem Beifahrersitz eine Flasche Shampoos, um seinen Gaumen vor dem Festmahl auszuspülen. Da werden wir von einer Gruppe Punker angehalten und aus unserem bescheidenen Gefährt gerissen. Da sind sie doch, komm mit zur Auffüllung. Den Spaß, den wir hier haben, den haben die mit Sicherheit nicht. Der hat mit Schritt und Kragen rumgelaufen und dann Champagner schürfen zu müssen oder so. Ey, das soll Spaß machen? Nee. Hast du schon mal Champagner getrunken? Weißt du, wie widerlich das Zeug schmeckt? Nö, nicht unser. Das ist schon lecker. Champagner kann man schon mal machen. Ich finde das mit zu beruhigend. Ich trinke auch gerne ein Flaschenbier, aber ich finde, ein Champagner kann man auch mal machen. Ich finde, da muss man diversifizieren, auf jeden Fall. Ja, ich finde dieses Links-Rechts-Denken, nicht links, dieses extreme Denken da beim Bier und bei den alkoholischen Getränken, da ziehe ich eine Linie, ja. Ilona Scholle proof diese Aussage. Ey, einmal asozial, immer asozial und einmal Nazi, immer Nazi, weißt du so? Diese Nazi-Keule, die bringt uns nicht weiter, wenn wir das Problem lösen wollen. Ich bin halt hier irgendwie, versucht das Einhörnchen zu retten und genießt die Sonne und meine Zeit, die ich habe. Ich mach das Beste aus dem Tag und ja, genießt das Leben hier so, ne? So. Ja, Familie. Wo sind wir denn hier gelandet? Wir irren orientierungslos durch eine Fußgängerzone. Statt Louis V und Gucci Stores taumeln wir an einem Edeka, Teddy, O2 Shop, Macis und einem DHL Shop mit räudigen Öffnungszeiten vorbei. Überall sind Punker. Endlich sind wir unter links-links versifften Gleichgesinnten. Inzwischen hat die Aktion Sylt sich zu einer Art Mini-Festival entwickelt. Chillen, saufen, gute Laune haben und damit provozieren, sich gegen das typische Sylt-Image zu stellen. Nach 9 Runden Trichtersaufen und 2 Runden Flunkyball brechen wir schließlich vor einem unscheinbaren Gebäude zusammen. Wir blicken auf. Wir befinden uns am Bahnhof von Westerland. Hier werden seit Wochen die Punker aus der ganzen Bundesrepublik mit dem ominösen 9-Euro-Ticket angespült. Sie sorgen für Unheil auf der sonst so bodenständigen Insel. Und endlich Partystimmung. So, das ist zum Beispiel räudig, ja? 5-0er, das ist ja wirklich die gute alte Studentenzeit. Das hat Peter auch früher. Das nennt er räudig, weil er so reich und abgehoben mittlerweile ist, dass er so ein Fick-Scheiß nicht mehr trinken muss, der Dennis. Nee, das ist so, ehrlicherweise muss es so ein Fick-Scheiß noch nicht sein. Aber den Champagner, den kann man sich ja mal gönnen. Nee, ich trinke aber auch, den 5-0er, dann ist der letzte Schmutz. Dann trinke ich lieber einen Peters oder einen Gaffelkölsch oder so, statt das. Die Pisse. Dann lieber. Triggerwarnung müssen wir hier, glaube ich, noch einbrennen. Ist nicht hier, ey. Mit Dosenbier können sich die Sylter nicht identifizieren. Wir sind gestern erst angekommen und am Bahnhof, muss ich sagen, ein Empfang, was ich nicht für Sylt brauche. Kräuselig. Ein ganz komisches Publikum. Plötzlich weckt uns ein bekanntes Gesicht auf. Butler John aus den Galileo-Beiträgen. So, ich ziehe jetzt meinen offiziellen Handschuh an. Das bedeutet, dass ich zwar im Dienst bin, aber nicht gemietet bin. Wenn ich gemietet bin, dann tickt die Uhr für richtiges Geld. Dann kommt der zweite Handschuh an. In meinen guten Zeiten waren das 1.000 Mark die Stunde. Gerne erfüllt Butler John auch einige exquisite Sonderwünsche. Alles außer Mord. Ich glaube, der lebt auch auf Schuld, wenn er 1.000 Mark alles die Stunde was? Gekriegt hat. Alles außer Mord. Achso, alles außer Mord. Warum wird direkt hellhörig? Was der kann ich da buchen? Der macht alles außer Mord. Hat er gesagt? Ja. Das ist ja normal. Ah, Schätzelein. Aber für 1.000 Euro die Stunde, Jay, also. 1.000 D-Mark hat er damals in seinen guten Zeiten bekommen. Ich ja, aber Inflation, Gefühl, das sind ja 5.000 Euro. Ja, ich glaube, der kriegt nicht mal mehr 500 Euro die Stunde, fürchte ich. Ach so, ja, aber früher sah er auch attraktiver aus. Du glaubst, er hat mal 1.000 Mark in den guten Zeiten bekommen, jetzt bekommt er nicht mal mehr 500 Euro, ja? Ja, wegen Inflation. Die guten Zeiten waren dann ja obviously 1900 irgendwas. Zwischen Mord und Totschlag habe ich noch nie so richtig kapiert. Das heißt, nennen Sie mal ein Beispiel. Ja, jemand möchte vom Starnberger See nach Sylt reisen, hat zwei Dackel. Diese Dackel vertragen kein Flugzeug. Die Herrschaft möchte aber nicht in einen Zug hinein, in dem andere Leute sitzen. Also, John, organisier bitte einen Sonderzug, der uns nach Sylt bringt. Mit einem extra Waggon hinten dran, mit Rollrasen, damit wir mit den Hunden Gasse gehen können. Wir fragen Butler John, wo das diesjährige Krabbenessen stattfindet. Ich liebe alles daran, dass du für Geld legit jeden Scheiß kaufen kannst.
Dieses System. Also wenn ich mit einem Privatjet darüber fliege, ne, dann kriege ich wahrscheinlich auch einen Privatzug mit Rollrasen. Ja, genau, also ich finde, es ist natürlich extrem kapitalistisch so. Und es natürlich macht unsere Umwelt kaputt, blabla, müssen wir gleich drüber reden, aber leider hat Prinzip, dass ich mir einen eigenen Sonderzug mieten kann. Hab mit ich aber extra Waggon mit Rollrasen drin, damit mein Hund währenddessen kacken kann. Das ist 10 von 10. Habe ich aber noch nie irgendwo gesehen, dass jemand, das muss ja nicht groß sein dann, so ein Ding, oder ist das dann einfach in einem ICE-Waggon drin? Nein, das ist der Zug einfach da, der nach Sylt fährt. Wahrscheinlich haben die den einmal gemietet. Eine ja, aber Tour. Der muss ja vom Starnberger See ausfahren. Das ist ganz im Süden in Bayern. Ja, dann stellst du halt deinen eigenen Zug drauf. Ist doch kein Problem. Du hast doch ja, aber hab ich noch nie gesehen. Nee, ich habe noch nie, glaube ich. Stehst du ständig an den Gleisen, guckst du jeden Zug an, der vorbeifährt. Ja, aber ich bin mal eine Zeit lang viel Zug gefahren. Ja, aber, aber weißt du, wenn der viel Zug fährt selber, dein Problem ist ja, du siehst ja meistens den Zug, der vor dir und hinter dir fährt, nicht. Man aber kann ja an Bahnhöfen. Ich wusste gar nicht, dass die dann dass irgendwie das durchfahren deutsche müssen. Bahnnetz an den Bereichen, die nicht jetzt zum Beispiel an Nordwestbahn oder so verkauft oder verpachtet werden, überhaupt Privatzüge fahren dürfen. Ja, du kannst ja wahrscheinlich eine Fahrerlaubnis kaufen. Ist, genau, du musst halt kannst bei der Bundesnetzagentur kannst du dir eine Lizenz holen für bestimmte Strecken. Und die müssen dir auch geben, das dann wie Straße. Das kostet halt nur Geld pro Kilometer. Sowas dürfen nur auch aktuell in Deutschland Finanz- und Verkehrsminister, Peter. Also ganz wilde Geschichte auf jeden Fall mit diesen Zügen. Kampen. Mein Motto war schon immer Kampen statt Campen. Kampen, da wohnen die Bonzen, ey. Da wohnen die Sylter halt, wo die Eltern sich was leisten können. Und je nachdem hängen die Jugendlichen das manchmal auch raus. Oh, ich kann mir alles leisten. Ja, das ist der Bereich in Deutschland, bei habe ich gerade noch gelesen, wo die, also das ist das, wo die mit Abstand reichsten der Reichen in Deutschland wohnen. Kampen, ja. Auf Sylt ist das der reiche Teil. Aber bei uns in der Heimat gibt es auch Campen. Da ist das auch so ein ja, Campen also ist genauso. Ja, ich glaube auch. Genauso. Da habe ich auch die ganzen Reichen schon gesehen, ja. In Campen. Ja, also Campen ist auf Sylt der reiche Teil der Insel. Wo die anderen Sylter sagen, die sind arrogant. Ja, das weiß ich nicht. Ich hab, ja, also, hat die ich ja hier gerade gesagt. Ja, ich habe ja nur die Zahlen gesehen. Ja, wo dann Kampen sticht nochmal hervor mit den ganzen Millionären, habe ich ja vorhin erzählt. Aber ja. Okay. Wie die da jetzt sozial Kampen drauf sind, weiß sagt ich nicht. Man sie und den Vornamen, weil der Nachname nicht zu interessieren hat. Aus Sicherheitsgründen. Butler John ruft schnell einen seiner Freunde an. Ehe wir uns versehen, sitzen wir auf der Rückbank eines Oldtimers und fahren endlich weiter gegen Krebsgeruch. Die Porsche-Dichte wird langsam höher und wir spüren, wie die Grundstückspreise unter den alten Gummireifen exponentiell steigen. Keine Punker mehr, weit und breit. Wir fahren an etlichen Villen vorbei. Die Liste angeblicher Sylter Immobiliensitzer ist quasi die deutsche Forbes-Liste. Also dafür, dass die da so Millionen, weiß ich nicht wie, verdienen, seht, die Häuser zwar schön aus, aber das Grundstück drüber sieht ja komplett beschissen aus, da mit diesem kleinen. Ich glaube, dass das gewollt ist. Ich glaube auch, dass das gewollt ist. Mit so einem vermorschten Zaun da? Ja, ich glaube. Weiß ich nicht, Also der da hinten hat, glaube ich, persönlich dann echt nicht so schick. Ich war zum Beispiel bei Tönnies mal im Haus, ja. Und das sah auch nicht besser aus und das hat wahrscheinlich auch mehr als 1,50 Mark gekostet. Okay, der hat sein ganzes Geld in Schalke gesteckt, ne? Nee, das war schon noch zu der Zeit, also. Nachdem er Schalke endlich abgewimmelt hat. Ich glaube, das ist so gewollt. Also ich persönlich finde es halt nicht schön. Nee, ich finde das auch nicht schön, das ist richtig. Also, aber ich glaub, das sieht ja übelst ungepflegt aus. Das ist ja immer Ansichtssache. Vielleicht sagen die zu dir ja auch, du siehst nicht schön aus. Siehst übelst das kann sein, dass ich ungepflegt aussehe. Ja, das ist immer Ansichtssache so. Ja, meine Ansichtssache ist, das sieht scheiße aus, außer das Haus. Aldi-Chef über den Otto-Chef bis hin zum Ex-Bayern-Chef sind alle dabei. Nur wer so richtig reich ist, darf hier wohnen. Die Eltern sterben und dann können die Kinder sich gegenseitig nichts auszahlen. Was bleibt ihnen übrig? Sie verkaufen es und dann kommen die reichen Leute vom Festland, kaufen es zu Preisen, da wird mir schwindelig. Dann ist es so, dann vermieten sie es oder sie kommen einmal im Sommer für 6 Wochen und für den Rest steht das dann allein, das Häuschen. Und im Winter geht dann nirgends das Licht an, bleibt dann dunkel. Und das ist keine schöne Sache. Das ist nicht wirklich nicht gut. Doch jetzt gehen Sylter auf die Straße, protestieren gegen die Zerstörung ihrer Heimat. Forderung wäre einfach mal, dass sie zusehen, auch für uns Sylter, bezahlbaren Wohnraum zu bauen und nicht alles nur an Immobilienmakler zu verkaufen, dass die da ihre fetten Häuser hinsetzen können. Also ich bin ganz ehrlich, ich finde die Rede da Schwachsinn. Ich finde, die sollte einfach die Insel verlassen. Okay. Ja. Ich verstehe halt auch nicht, wieso überhaupt da ein Edeka steht. Als ob da einer von den Millionären überhaupt zum Edeka einkaufen gehen würde. Aber irgendwer muss ja einkaufen irgendwo. Naja, muss nicht. Ja. Ich bin mittlerweile bei John Weber. Wo essen die? In irgendwelchen Restaurants?
Also ja, es gibt da ja auch noch den Teil der Insel, der halt nicht nur der Ex-Bayern-Chef gehört, ne? Also wo auch einfach noch ja, und dann prangere ich hier an. Ja, okay. Ganz offiziell, ja. Also ja, ich finde halt, ich finde, wir sollten so eine Insel haben, auf der nur Reiche sind. Das, das ist da entwickelt besser. Es sich gerade ja scheinbar hin. Ja, das ist ja, und ich finde halt diese Entwicklung aufzuhalten, das ist halt, da stellt man sich mal wieder hier, sieht man direkt wieder im Bild gegen den Fortschritt. Ja. Das ist schon bitter, wenn du wirklich da geboren bist. So, das ist und wirklich dann, scheiße, ja. Und dann passiert sowas. Mhm. Da stelle ich mir auch richtig Arsch vor. Doch, danke. Danke für den Mitleid. Haben ihre Insel bereits verlassen, kommen nur noch zur Arbeit und pendeln jeden Tag zum Festland. Ach so, jetzt weißt du, wo der Edeka-Mann herkommt. Geringverdiener. Mitarbeiter, ja, gehören ins Face aller Hater, aber gleich mehrere Crips. Ich habe mein Leben lang gearbeitet. Ich könnte mir doch niemals so ein Haus wie hier in Tinnum jetzt hier an der Ecke für 975.000. Schnapper. Da fasst man sich doch an. Da bin ich ja dabei, das, Junge. Das ist aber ganz alte ja Zahlen, glaube ich. Spannend, Alter. Ich dachte, das wäre teuer, Alter. Aber das war ja nicht in Kampen, oder? Ja, vor allen Dingen war das, glaube ich, alt. Die ich Zeit, guck mal ganz kurz. Das wurde doch renoviert. So, Sylt, Immobilien-Scout, nee, ne? Die Sendung, aus der das genommen wurde, war wahrscheinlich nicht von diesem Jahr. Kaufen. Naja, bei ja, aber schon Peter, 2003. Da, guck mal, entspannte 50 Quadratmeter Wohnfläche für 1 Million Euro. Nee, das klingt realistisch. Das klingt realistisch, ja. Entspannt. Das kannst du auch mit dem Gehalt von der Kasse, kannst du halt easy runterstottern. Ja, pass auf, da steht Luxus-Demo und Ziel unterm Rettichdach in Kampen, 2 Raum-Masonett-Wohnung. 1 Million Euro. Ey, du kannst dir für 1 Million Euro, dann kaufst du da 20 Kilometer von Sylt entfernt, irgendwo an die Nordsee, dir da so ein Haus hin und ballerst dir da so eine fette Bleibe hin für die Kohle. Und ja, so viel gibt es halt für 1 Million jetzt auch wieder nicht. Ja, wir reden von einem Ferienhaus, Peter. Ja, ja, okay. Also ich glaube nicht, dass die da wohnen. Nee, wahrscheinlich nicht. So, okay, was ist denn beim und dann Rest ist das ja aber, also das ist ja, also ne, als ob das an 20 Kilometern so viel anders aussieht. Wenn ich dann unbedingt da mein Sterneessen essen will, ja, dann fahre ich da halt mal rüber. So viel geiles Essen gibt's da gar nicht. Ja, siehst du, da kannst dann du besser in Berlin wohnen, Schmutz? Wenn es dir um geiles Essen geht. Ja, okay. Ja, aber Peter, die Exklusivität, du lebst dann neben Günther Jauch und dem Manager von Bayern. Ja, nur neben und Günther Jauch, neben ja, der Lappen, Schmutz. Alter, der arbeitet ja auch für die anderen der Besitzer. Arbeitet, ja. Ja. Ich finde das ganz schön, also ich prangere das gerade an, das Niedrigste, was ich gefunden habe, kostet immer noch 500.000 Euro. Ja, deswegen glaube ich auch, dass die Zahlen nicht mehr aktuell sind, die da gerade genannt wurden. Ja, puh. Ja, aber ich finde das gut, ich habe ja gerade schon gesagt, man sollte sich dem Fortschritt nicht in den Weg stellen. Aber nur in Kampen hat es jetzt geguckt, nee, ich gucke gerade auch in Sylt so an sich, in der Gemeinde generell, auf dieser ganzen Insel, ja, das ist jetzt... Okay. Das ist schon, ja, aber ich glaube, das ist der Sozialbau, den du da kaufst für 1 Million. Ja, du zahlst knapp 10.000 Euro pro Quadratmeter, zahlst du schon. Das geht eigentlich sogar noch fast. Ja, das hat er vorhin auf der Karte ja mit 27.000 pro Quadratmeter angedeutet. Ja. Naja. Naja. Ist auch gesettelt, ist auch Moderator Johannes B. Kerner. Er hat nicht nur ein Haus auf Sylt, sondern ist auch Co-Investor des teuersten Hotels Deutschlands. Das natürlich ebenfalls hier steht. Der Oldtimer, in dem wir langsam wieder zu uns kommen, parkt vor einer bescheidenen Villa. Guten Morgen, mein Name ist Ralf Justus Maus und lebe hier auf Sylt und würde Ihnen sehr gerne mal mein Haus zeigen. Ralf Justus Maus ist Stammgast in diversen RTL und Pro7-Beiträgen über Sylt und zeigt die geilen Villen, die er hier als Makler verhökert. In Kampen ist Deutschland am teuersten. 31.000 Euro kostet jeder Quadratmeter Wohnfläche. Ja, was meinst du, warum der da... Also in Münchens sind es rund 12.000 Euro. Preise, also unter 10 Millionen, gibt es hier in dieser ersten Wattlage bestimmt keine Häuser. Der Lieblingskunde, der kommt rein, dem zeige ich ein Objekt und eine Viertelstunde später macht man Handschlag drauf. Ja. Und sowas gibt es wirklich? Sowas gibt es, ja. Die meiste Zeit des Jahres ist in Kampen nichts los. Es sind mehr Zweit- als Hauptwohnsitze gemeldet. Doch wenn die Reichen und Schönen zur besten Reisezeit wieder in das Dorf einfallen, halten sie sich streng an das Skript. Pfingsten ist hier auf Sylt das Treffen der Reichen. Pfingsten? Alter, wie ein Renesse! Ja, guck mal! Nur da kommen die ganzen Jugendlichen dahin. Also ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr so krass wie noch zu unserer Zeit, aber... Das ist, und da sagt er, da halten sich die Sylter doch, die Sylter Reichen halten sich da auch nochmal schön in die Tradition, dass man am Pfingsten fängt man an zu saufen. An Pfingsten? Das Wetter doch noch gar nicht so geil.
Ich würde auch gerne dazugehören. Bin ich early? Das ist Ende Mai. Wartet an. Geht zum jährlichen Promi-Fest. Wir haben allen dicken Pulli an. Justus nimmt uns mit. Bei ordentlich Champagner und Kaviar kommt Partystimmung auf. Man verabredet sich zum E-Bike-Fahren durch die Dünen oder zum Poloturnier. Sportlich ohne Wert. Die Reiter sind Profis, die das Spektakel in immer neu zusammengewürfelten Mannschaften an vielen Orten aufführen. Wer gewinnt, das ist egal. Polo, ganz ehrlich, da habe ich meine blonde Strähnchen. Das ist ein bisschen so wie Rugby. Ne? Man tut das, ob man sich auskennt. Rugby. Aber eigentlich gucke ich nur die Jungs. Die Fußgängerzone hier lässt sich auch besser sehen als die von Westerland. Endlich finden wir Hermes, Louis V und Burberry. In neuen Ed Hardy und Camp David Outfits gehen wir jetzt endlich feiern. Erst in die Sansibar des Exilschwaben Herbert Seckler. Das Sylter Urgestein hat sich ein regelrechtes Imperium und den Place to be der Insel aufgebaut. Schon auf dem Parkplatz sieht man, wer hier bevorzugt einkehrt. Die paar Meter zum Strand kann man per Shuttlebus zurücklegen. Mitten durch die geschützte Dünenlandschaft. Die Sansibar, die bekannteste Strandbar der Insel, ist 365. Jetzt hätte ich gerne gewusst, wie weit das ist. Ja, ich auch. Du siehst doch das Wasser da vorne. Ja, ne. Moment, ja, okay, aber man muss ja gucken, wie weit das halt. Jetzt, so, also ist die Sansibar müsste sehr nah am also, reden wir da vorne ja, zwischen den aus. Also, vom Parkplatz zu diesem Ding. Ach so. Aber versuch mal, in Stöckelschuhen bis zum Strand zu kommen. Wer ist denn so dumm und läuft mit Stöckelschuhen am Strand rum? Ja, deshalb fährst du ja mit dem Shuttle zum Strand. Also von hier bis dahin, Entfernung messen, das kann man ja bei Google mittlerweile machen. Ja. Ja. 400 Meter. Route bis hierhin. Ja, ich bin auch gespannt. Route hierher, das sind... Das sind 200 Meter? 240 Meter. Das wird mir, also keine Ahnung, wie viel Geld man haben müsste, wenn du nicht im Traum einschalten für 240 Meter. Vom Parkplatz bis ans Wasser wirklich, das sind genau 450 Meter. Da sagt der Google, da brauchst du 4 Minuten im Fußweg. Traum nicht einfallen, egal wie viel Geld ich habe, mit einem fucking Shuttle 200 Meter Auto zu fahren. Alter, das dauert dann länger, da einzusteigen. Ja, schön, dafür zahle ich für den Parkplatz aber 100 Euro die Minute. Ja, das kann aber Bram, ja, super. Bram, Mama, du hast jetzt was gemessen? Ich habe jetzt gemessen vom Parkplatz bis ins Wasser, so bis genau ins Wasser. Genau, aber du fährst ja nur vom Parkplatz bis zum Ding, ne? Das sind 300 Meter. Das sind 300. Da gibt's ja eine Bushaltestelle. Ja, das stimmt. Fährt denn da Bus? Die zwei fährt da. Da fährt doch keiner Bus. Ja, doch die Angestellten der Sansibar wahrscheinlich. Ja, wirklich. Ja, okay. Ist das krank. Tage im Jahr ausgebucht. Aushängeschild des edlen Gourmet-Tempels ist der imposante Weinkeller. Die teuersten Flaschen kosten bis zu 7.000 Euro. Früher war das urige Restaurant ein echter Geheimtipp. Heute ist es ein globales Wirtschaftsunternehmen mit Online-Shop und Filialen in den Metropolen Düsseldorf, Stuttgart und Malle. Wie sollen Männer, Frauen... Als wir da waren, wollte Sturmi da auch hin und drehen, aber da gab es keine Genehmigung leider zu. Ich wollte auch gerade sagen, der hat wahrscheinlich gesagt, hier sind so viele Schickimicki-Leute, wenn da im Hintergrund zu sehen ist, dass der mit seinem Escort-Girl hier unterwegs ist, dann gibt's so Ärger. Der Johannes B. Kerner mit seinem Escort-Girl, ja, ja. Wir waren im anderen Laden, der war dann wahrscheinlich ähnlich aufgebaut, der hat auch Spaß gemacht, aber der war dann halt natürlich nicht die Sansibar, ne? Das sind dann halt nicht die ganz schönen. Kannst ganz du nicht auf Thumbnail packen? Ja. Schade. Verführen. Wir haben hier ein Publikum, das wohl einzigartig ist weltweit. Schwäbisch ist aber nur sein Dialekt. Eine Portion Trüffelpommes gibt's für schlappe 23 Euro. Ich mag Moneten. Kaiserschmarrn für 19 auch okay. Euro. Moneten. Ein Kinderstrickpullover für... Also das sind ja Gamescom-Preise, die hier abgerufen werden. Ja, aber also dafür, dass das Klientel dann nur mit einem Ferrari quasi hinfährt. Na, ich finde, das geht auch echt doch klar. So Pommes kann man machen. Also... Und du wirst ja auch mit einem Shuttle-Service dahin gefahren. Da fahren ja auch, also muss man auch sagen, dadurch, dass das mittlerweile ist, das ja ein absolutes Touri-Ding. Ne? Da gehen ja auch andere Leute hin und die Leute, die nur Ferrari fahren, gehen da wahrscheinlich gar nicht mehr hin. Also du wirst da wahrscheinlich gar nicht mehr den Chef von Bayern sehen. Weil der da als... Den will ich da auch nicht sehen, ey. Ja. Weil da halt die ganzen anderen Leute sind, die ja scheiß Pommes für nur 23 Euro essen. Ich finde auch voll geil, dass mittlerweile die Referenz geworden ist von meinen Chef in Bayern. Ja, da haben die ja vorhin gesagt, Ex-Chef von Bayern. Keine Ahnung, wer das ist.
für 99 Euro. Moneten. Eine Kaschmir-Wärmflasche für 139 Euro. Moneten. SpongeBob-Memes. Muss man die in der Frequenz noch 2024 einbauen? Wir müssen uns doch als Kultur weiterentwickeln. Du alter Zerstörer. Und einen professionellen Weinausschenker für knapp 400 Euro. Ich mag Moneten. Für reichlich Gesprächsstoff in der Bar sorgt Günni. Der erzählt, wie er am Nachmittag ein paar Klimaaktivisten vorm Dior-Shop zusammenbrüllen musste. Hier ist es schon einfach. Das ist einfach. Ganz toll. Da, wo die Umweltsünden hin, da gehört ihr hin. Da müsst ihr agieren. Da habt ihr aber keinen Mut. Das ist ja ganz peinlich, was ihr hier abzieht. Erbärmlich ist das. Hinter den Monokeln der Runde erscheinen etliche hochgezogene Augenbrauen. Ist ihr friedliches, dekadentes Leben in Gefahr? Die Punker sind zwar größtenteils in Westerland versagt, doch die Klimaaktivisten sind bis nach Kampen vorgedrungen. Nee. Mitglieder der selbsternannten letzten Generation haben erneut gegen eine starke Umweltverschmutzung durch Reiche protestiert. Diese Woche waren ihre Mitglieder schon einmal auf Sylt aktiv, wo sie einen Privatjet besprühten. Haben. Danach ziehen wir weiter ins Pony. Die Stimmung ist ausgelassen. Ja, coole Leute hier und ja, sehr gut. Seit 50 Jahren versammeln sich hier die oberen 10.000 und machen die Nacht zum Tag. Der gemeinsame Nenner? Moneten. Was macht ihr beruflich? Ich sage jetzt lieber nicht. Nee, lieber nicht so. Nicht hier jetzt, nein. Das ist halt nicht so wie in Hamburg, wo dann halt immer noch irgendwelche da sind, die dann so jetzt irgendwie Stress machen und dann sagen so, nee, ich habe jetzt keine Lust, ich muss sparen und so. Was habt ihr bis jetzt schon an Geld gelassen? Was? Ich fühle das auch komplett. Diese Geringverdiener kotzt mich auch an. Wohl geil. Aber darüber, Alter, dass so eine 4-Liter-Wodka-Flasche schlappe 1.500 Euro kostet. Plötzlich fangen ein paar Alman-Rich-Kid-Juppies an. Ich wusste gar nicht, dass es Flaschen gibt für Wodka, die unter 1.500 Euro zu haben sind. Meint ihr, das muss mittlerweile, meinst du, das haben die jetzt, meinst du, die haben die nur verblendet, weil die das auf YouTube mittlerweile müssen? Oder meinst du, das allgemein ist? Weil die, kann die, sein, die dass Videos das kennt aus man dem ja. Nazi-Clip Gedöns ist, weißt ja, du? Ja, nein, ja, ist das ja. Ja, ist das ja. Nur man kennt ja das Gesicht von der Alten. Also das hat, den nicht, Clip hat man so häufig gesehen. Weiß keine Ahnung. Vielleicht hat sie im Nachhinein Einspruch. Vielleicht muss sie eine Gebühr bezahlen, damit er den gepixelt wird. Ich habe keine Ahnung. Jay, du stellst Papas die richtigen Nacken Fragen. Samosas reingeballert haben. Deutschland, den Deutschen! Angewidert fragen wir uns erneut, wo zum Teufel sind wir hier gelandet und wo sind die sympathischen Punker hin? Das Wort der Woche ist Fiebertraum und mit diesem Gedanken endet unser Reisetagebuch. Was für ein geil. Absurder, lächerlicher Ort. Das war herrlich. Wir sind hier, weil man auf Sylt wahnsinnig gut Probleme sieht, die es überall gibt, aber hier sind sie besonders dringend, besonders deutlich. Gentrifizierung, dass Leute verdrängt werden, die hier ewig gelebt haben und es sich nicht mehr leisten können, weil es eine Luxusgegend wird. Aber auch ganz einfach generelle Klima- und Sozialungerechtigkeit, vor allen Dingen im Tourismus. An alter Stelle im Westerländer Stadtpark wird das Punker-Camp wohl nicht mehr stattfinden können, hat die Gemeinde Sylt extra diese Kunstinstallation für knapp 100.000 Euro aufstellen lassen, die die Chaoten abschrecken soll. Das soll die abschrecken? Schaut nach links, links und rechts, wenn ihr beim Campen in Kampen polierte Porsche-Protzer zählt, feiert gut, aber besser nicht auf Sylt und case closed. Das war ein schönes Video. Das ist abstrus, was das für Ausmaße da angenommen hat. Das ist wirklich crazy. Eine sonderbare Insel. Ja. Ja. Ich würde ganz kurz sagen, es gibt gerade ein Haus für 12 Mios, ne? Der Bram, 15, was hat er gesagt? 15 Minuten fährst du hin? Ist das ein Schuppen? Also das so ein Gartenhaus? Das sieht aus wie eins von den Häusern, wo du meinst, die sehen aber ganz schön scheiße aus. Die Häuser fand ich schön. Ja, das Grundstück drumherum also, fand ich ja, so Dinger sind das halt. Die mit diesem komischen Verreddach oder so, wie das heißt. Ja, und, ja herrlich. Ja, das war Sylt ist so ein Fiebertraum cool. Von Two Random Guys. Danke für dieses unterhaltsame Video. Und danke euch fürs Einschalten. Bis dahin. Stimmt, Two Born Guys. Von zwei Random Guys. Peter ist schon auf der Webseite und kauft gerade das Haus. Ist ein bisschen abgelenkt. Habt ihr auch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.